Videostockkarte. 1.6.2019, 13.30 Uhr. Volk Nummer 3, Weise 26 von 2018. Durchsicht zwischen Raps und Akazie. Kontrolle Honigraum. Erster Honigraum. Gut gefüllt. Zweiter Honigraum, stark mit Bienen besetzt. Mittlere Wabe am Verdeckeln und sehr schwer. Dritter Honigraum. Voll mit Bienen besetzt. Nektareintrag vorhanden. Neue Mittelwände. In der Mitte ausgebaut. Mit Nektar befüllt. Randwabe. Ebenfalls im Ausbau, Nektareintrag. Kontrolle Brutraum. Volk war bei letzten Durchsichten schwarmverdächtig. Etwas Wildbau auf dem Schied. Voll besetzte Brutwabe. Kleine Futterecken. Brutwabe Nummer 1. Pollenwabe und Drohnenwabe mit Spielzellen. Aber kein Weiselzellen mehr. Doch, hier war jetzt noch eine. Wir stoßen sie mal kurz ab. Gucken, ob noch mehr Weiselzellen da sind. Nein. Brutwabe 3. Auch wieder tolles Brutfeld.
hier auch ein mittleres Brutfeld. Wabe zum Teil mäßig ausgebaut. Wieder komplettes Brutnest, in der Mitte ausgelaufene Brut wieder bestiftet. Rückseite genauso, in der Mitte ausgelaufene Brut, Wabe wieder komplett bestiftet, Brutwabe Nummer 4. Königin gesichtet, die Nummer 26, in der Mitte noch geschlossene Brut, im Randbereich etwas geschlossene Brut, sonst wieder alles frisch bestiftet. Auf der Rückseite auch, in der Mitte auslaufende Brut. Großes Brutnest. Wabe Nummer 7, Randwabe hinten, etwas Drohnenbrut und Pollen. Auf der Vorderseite Brutnest. Und Pollen. Und etwas Drohnenbrut. Volk Nummer 3, Bemerkung, 7 Brutwaben, 5 mit sehr großem Brutnest, 2 mit Pollen- und Drohnenbrut. Ende Videotagebuch.